Wie kann ich Social Media in Kirche und Gemeinde sinnvoll nutzen? Wie gehen wir mit Hate Speech um? Welche Werkzeuge sind für digitale Kirche geeignet? Das sind nur einige Fragen, die sich die Teilnehmer des Barcamp Kirche Online in der Evangelischen Akademie in Wittenberg gestellt haben. Der Bedarf, sich über die Nutzung von Internet und Medien auszutauschen, ist groß. Konfirmanden zum Beispiel stellen an Pfarrer und Jugendmitarbeiter längst die Anforderung, über Chatrooms kommunizieren zu können. Auch das Interesse, sich via Internet zu Glaubensfragen auszutauschen, ist da. Doch wird Kirche diesen Anforderungen gerecht? Auf dem Fachtag ging Jonas Bedford-Strom dieser Frage in einem Vortrag nach. Sein Fazit: Kirche hat in der digitalen Welt die Funktion als Orientierungspunkt verloren. Sind in unserer Landschaft und in unseren Städten die Kirchen durch hohe Türme weithin sichtbar, so verschwindet Kirche nahezu in der gegenwärtigen virtuellen Online-Welt. Und das andere ist aber auch, dass es im Verwaltungsbereich eine ganze Menge Arbeit zu leisten gilt, zum Beispiel um die Datengrundlage zu schaffen für einige Projekte. Wir haben zum Beispiel Postadressen, aber nicht E-Post, E-Mail-Adressen. Das ist eigentlich ein Anachronismus, der aus einem gewissen, ja, vielleicht aus einem Milieu kommt, was sich wehrt gegen alles, was mit Daten zu tun hat. Aber wir haben vorher auch Adressdaten benutzt und die Frage ist quasi, kann man da einen verantwortlichen Weg für finden, der transparent ist? Es betrifft also, würde ich sagen, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung, aber vielleicht auch dem nach und nach auch die Seelsorge. Wir sehen bei der Telefonseelsorge und den Chatangeboten, die haben, wie gut das funktionieren kann. Also ich glaube, wir sind im Moment in so einem Zeitalter der Ungleichzeitigkeit, kann man vielleicht sagen, dass es also sehr unterschiedliche Bewegungen gibt. Die einen sind schon voll dabei, die anderen sind sehr unsicher oder ablehnend mit dem ganzen Thema. Ich denke, dass eigentlich wir für alle Menschen sagen können, dass sie indirekt oder direkt irgendwas mit Digitalität zu tun haben und dass es insofern also einfach ein integraler Bestandteil geworden ist von unserem Leben. Und ich finde auch, dass die Kirche dem Rechnung tragen muss. Gastgeber von Fachtag und Barcamp war die junge Akademie Wittenberg. Tobias Thiel ist Studienleiter für gesellschaftspolitische Jugendbildung und einer der Organisatoren des Barcamps Kirche Online. Also wir haben ja als Kirche das lange verschlafen, sind jetzt dabei. Ich glaube, das eine ist, was wir ja auch hier diskutiert haben, sind nochmal zu gucken, was sind die Formen für eine digitale Gesellschaft. Also was muss im Netz laufen oder was kann auch netzunterstützt laufen von Sachen im Internet. Wie können wir als Kirche auch das nutzen für uns, das Potenzial? Dann haben wir diese ganzen gesellschaftlichen Fragen, wo ich denke, da könnten wir als Kirche auch wirklich, da wird uns auch was zugetraut, gerade wenn es um ethische Fragen geht. Erlebe ich, dass das Wirtschaftsverbände kommen, dass andere sagen, Mensch, Kirche, habt ihr dazu nicht eine Meinung? Und das ist auch die Chance, jetzt die in der Kirche mitzunehmen, die eher Bedenkenträger sind, die eher Sorgen haben, die Ängste haben, weil das ist jetzt ja wichtig, diese Ängste mit reinzunehmen, wenn wir diese Debatten jetzt führen. Also da haben wir wirklich einen gesellschaftlichen Auftrag und den müssen wir jetzt aber bald annehmen, weil diese Diskussionen finden nicht mehr in den Landesmedienanstalten und in den anderen Gremien statt, wo Kirche bisher präsent ist, sondern das sind oft neue Runden, da entstehen neue Zirkel und wenn wir da nicht präsent sind, dann ist das schwierig. Also ich erlebe das zum Beispiel im ganz simplen Bereich, im Bereich Jugendbeteiligung, gibt es ein bundesweites Netzwerk Jugendbeteiligen jetzt und da bin ich jetzt für Sachsen-Anhalt eingeladen worden, weil man mir das als jemand, der im digitalen jugendpolitische Jugendbildung macht, zutraut und das ist ganz toll, weil da ist eben plötzlich ein kirchlicher Vertreter neben Landeszentralen, neben Landeskinder- und Jugendringen und Ähnlichen, sitzt eben aus einem Bundesland auch die Kirche mit dabei als evangelische Akademie. Und in solchen Gremien sind wir sonst nicht mehr drin, wenn wir nicht einfach merken, dass wir da, wenn die Gesellschaft nicht merkt, dass wir da auch was beitragen und was sagen können. Wenn auch nicht flächendeckend, so gibt es doch inzwischen zahlreiche digitale Projekte. Die kirchlichen Mitarbeiter, die daran arbeiten, brachte das Barcamp zusammen. Das Besondere eines Barcamps ist der offene Charakter. Jeder kann Lehrender wie auch Lernender sein. Die Themen werden durch Angebot und Nachfrage von den Teilnehmern selbst bestimmt. Einig waren sich die Teilnehmer überwiegend darin, dass die Initiativen weiter von der Basis ausgehen müssen, aber auch die nötigen institutionellen Rahmenbedingungen zu schaffen sind.